Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty, meine Lieben. Der neue Frühlingsmorgen ist angebrochen und heute wollen wir uns ein bisschen mit entspannteren Sachen beschäftigen. Und zwar wollte ich ja Obstbäume anpflanzen und ich glaube mal, dass ich welche da habe. Ja, ich habe Apfelbäume, Birnbäume, Pflaumenbäume und Kirschbäume. So, und das machen wir jetzt. Wir haben uns schon in unser Säckchen ausgerüstet. Und da gucken wir mal, wollen wir jetzt die Bäumchen hinpflanzen? Wir hatten das ja schon mal vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder ob ich das alleine gemacht habe. So, das ist eine Plantage. Was haben wir denn hier für Bäumchen stehen, dass wir ein bisschen Abwechslung haben? Das muss man gucken. Das ist ein Pflaumenbaum. Das ist auch Pflaume. Also können wir hier oben. Ja, gucken wir mal. Ich muss das Säckchen auswählen. So, ich habe Apfelbäume, drei Stück. Ja, dann nehmen wir doch die Apfelbäume. So. Und einen hierher. Okay, den Zaun, den müssen wir noch bauen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und hier oben machen wir Kirschbäume hin. Dann haben wir noch einen Apfelbaum. Hä? Hier welchen? Wieso habe ich? Hä? Sind das schon vier Bäume? So, hier kommt der Apfelbaum hin. Ja. Und dann haben wir hier noch Birnbäume. So, und damit hätten wir jetzt die Bäumchen gepflanzt. Hier ist auch noch so viel Platz, ne? Hier könnte man eigentlich. Oh, ich weiß gar nicht, was man jetzt hier hin machen könnte. Das ist so viel Platz noch. Okay, aber wir könnten auch noch ein Häuschen aufbauen. Denn hier ist ja auch noch Platz. Das könnten wir eigentlich hier so gegenüber noch stellen. Dann machen wir noch ein Häuschen. Ja. Da könnten wir hier auch noch ein Häuschen hinstellen. Machen wir heute wieder mal eine entspannte Baufolge. Ich müsste jetzt gucken, wie stellen wir es denn auf, wie rum? Wir könnten es ein bisschen drehen. Wir machen das mal so. Und ja, stellen wir hier hin. Und ich denke, dass wir demnächst auch mal ein Holzfällerdorf noch bauen. Da muss ich mir bloß überlegen, wo wir es hinstellen. Machen wir den Eingang hier hin oder machen wir den auf die andere Seite? Gute Frage, nächste Frage, aber ich würde sagen, hier kommt eine Wand hin. Die Tür machen wir hier rein. Hier kommt noch ein Fensterchen rein. Das Fenster können wir auch lassen. Hier können wir auch das Fenster lassen.
hier eine Wand, vielleicht hier noch ein Fenster rein. Und hier eine Wand. So, haben wir das? Ja, haben wir. Dann kommt ein Schindeldach, den Holzboden bauen wir gleich. Steinwand. Steinwand. Dann kommt hier ein Dach. Und dieses Dach. So, jetzt müssen wir alles haben. Und da fangen wir an, das Häusel fertig zu bauen. Ich hoffe, das kriegen wir hin, aber nee, ich glaube, ich habe keine Bretter. Wie immer, Bretter fehlen. Dann geht's hier weiter. Und dann gucken wir mal, wie viele Stämme ich über habe. Dann kann ich gleich noch die Bretter selber machen. Dass wir uns nie immer aus dem Lager bedienen müssen. Denn die werden dort aufgebraucht für die Eimer und so weiter, ne? So, jetzt gucken wir mal, wie viel. Ja, da können wir 48 Bretter können wir auf jeden Fall machen. Gehen wir mal schnell an den Holzschuppen. Hatte ich hier oben noch einen stehen? Ja, da arbeitet auch jemand, ne? Da kann ich auch ihn hier mal ganz kurz bitten, frei zu machen. Nein, die plus 1. Oh, wieder zu schnell gedrückt. 47 bitte. Dabei kann er ja ein bisschen Holzstämme schlagen gehen, ja, Kutbert. So, darfst wieder her, mein Junge. Und jetzt geht's hier hoch und die Dächer drauf. Ja, und dann gucken wir mal, was wir als nächstes noch anstellen könnten. Wenn wir das Häuschen hier fertig haben. Ich denke mal, wir gucken uns mal einen Platz aus, wo wir für die Holzfäller ein kleines Dörfchen aufbauen können. So, das hätten wir fertig. Ja. Da verbinden wir das Häusel jetzt mit dem Weg. So. Und dann gibt es hier auch noch einen kleinen Vorgarten hin. Okay. Ich mag das immer, wenn die Häusel so kleine Vorgärten haben. Das finde ich hübsch. Und deswegen bekommen die das auch. Okay. Und wenn wir jetzt noch
eine Laterne aufstellen. Nee, das fehlt. Leinengewebe und Leinengarn. Haben wir denn das noch? Muss ich direkt mal im Lager gucken, ob wir noch Leinengewebe und Leinengarn haben. Das könnte vielleicht ein bisschen schlecht aussehen, aber schauen wir mal. Das Kalkstein nehmen wir gleich mit raus, weil wir noch ein paar Häuschen verputzen könnten. Nö, haben wir noch. Okay, dann nehmen wir uns noch mal was hier. Zwanzig davon und 20 hiervon. Im Sommer gibt es wieder neuen Flachs und da kann man dann wieder neues Leingarn und Leingewebe herstellen lassen. Na? Und wir brauchen, wie gesagt, unzählige Bretter. So, da kommt. War doch gerade hier aus Grün. So, da ein Lämpchen hin. Und hier ein Lämpchen. Okay. So, und wo hatten wir denn eigentlich zuletzt aufgehört mit Verputzen? Jetzt muss ich mal gucken. Hier oben sind wir durch, ne? Ja, dann machen wir doch. Und hier sind wir durch, genau. Dann machen wir doch gleich die Häuschen hier weiter. Ich mache das aber wieder von innen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen mit diesem Kalkstein hier. Sieht aber recht gut aus, dass wir vielleicht zwei Häuschen fertig kriegen. Wenn der Hammer mitspielt. Andernfalls muss ich mir noch einen neuen Kupferhammer bauen. Sieht nämlich aus, als wenn der jetzt gleich einen Geist aufgibt. Genau, und ich habe auch keinen. Haha. Gut, auf ins Lager gucken, ob wir noch. Habe ich Kupfererz vielleicht zufällig einstecken? Kupferbarren habe ich einstecken. Aber ich würde gerne noch einen mehr haben wollen. Wenn wir noch einen hier drin haben, dann könnte ich mir gleich wieder zwei Hämmer bauen. Hier ist nochmal Kalkstein. Kupfererz. Ja, aber Kupferbarren habe ich nie. Dann nehmen wir uns mal hier von 10 mit. Gehen in die Schmiede. Muss ich den Gutsten dann da mal wegschicken, weil ich mir jetzt noch zwei Hämmer bauen muss. Sorry, tut mir leid, wenn ich dich jetzt hier mal wegschicken muss. Du kannst gleich wieder her. Ja, machen wir gleich alle vier. So, du darfst. Ich danke dir. Haben alles verbraten. Okay, dann geht's weiter. Man kann jetzt auch diese Gebäude verputzen, aber ich glaube, das spare ich mir. Das machen wir nicht. Da werden wir ja überhaupt nicht mehr fertig dann mit verputzen. So, warten wir hier aufgehört hier. Wird Zeit, dass wir richtig Eisenwerkzeuge herstellen können, aber dazu fehlen uns eben noch Technologiepunkte. So, das Häuschen ist fertig. Dann machen wir das hier.
wird wohl nicht ganz reichen. Oder gerade so. Da fehlt ein Stein. Okay. Jo, dann hätten wir das. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier... Ja, können wir sogar. Geht das hier auch oder habe ich da wieder nicht genug einstecken? Das geht auch, okay. Ach nee, das wollte ich nicht. Ich wollte dekorieren. Ja, okay. So, und dann als nächstes müssen wir mal gucken, dass wir dann auch Fensterläden bauen können. Jetzt haben sie erstmal eine vernünftige Tür. Das müssen wir überall eigentlich noch machen. Ja. Jetzt gucken wir mal schnell noch bei den Häuschen in der Landwirtschaft. Ob wir da noch ein bisschen was hübsch machen können. Was habe ich denn eigentlich noch für Holzstämme? Oh. Da kriegen die jetzt hier auch noch ein bisschen Licht hingestellt. Die Zäunchen hier davor. Damit immer gleich jeder so hier reingucken kann. Ne? Nein, hier rum muss ich. So. Und ein Lämpchen. Das machen wir hier auch so. Auch so ein schönes Zäunchen davor noch. Aber da reichen die Stämme nicht. Okay. Ich hatte doch, glaube ich, eine Eisenaxt auch einstecken, oder nicht? Doch, habe ich. So, nehmen wir die. Da geht das nämlich schneller. Da holen wir uns mal ein paar Bäume. Wo holen wir uns die? Hier hinten, ne? Ein Stück in die Richtung, oder? Und wir nehmen die Fichten hier weg. Wir nehmen hier die Fichten weg. Die wachsen ja wieder nach. Die Stämme, wie gesagt, die grabe ich nicht aus, damit die eben wieder nachwachsen können. Ja, dann sammeln wir auch noch ein bisschen Ressourcen zusammen heute mal. Der kann auch noch mit weg, so. Na, wo bin ich denn hier? Ganz verfitzt. Nehmen wir gleich noch ein paar Stöcke mit und Steinchen, wenn wir sie finden. So.
Tja, da haben wir hier jetzt wieder alles abgeholzt. Eieiei. Nach 2 Jahren wachsen die Bäume wieder nach, ne? Also dann werde ich hier mal weiter hintergehen und noch ein paar holen. Hier hinten die Fichten, die Ahornbäume will ich mal stehen lassen. So, nehmen wir die noch mit. Den hier können wir nehmen. Und den noch. So. Nicht wegrollen. Na gut, du bremst ja da unten. Da ist gut. Holzstämme mal einstecken, okay. Okay, dann gehen wir erstmal zurück zu unserer Baustelle, beziehungsweise bauen wir jetzt dort das Zäunchen noch fertig. Und dann werden wir mal gucken, wie viel. Ach, ich will diese Murchel nicht haben jetzt hier. Ich will die Stöcke haben. So. Gut. Wir müssen mal unseren Holzfällern noch ein bisschen helfen. Solange sie alleine da in diesen Holzschuppen arbeiten und keinen Partner haben, dauert das irgendwie länger, die ganzen Sachen ranzuschaffen. Stämme, Stöcke, Bretter und so weiter. Ja. Und deswegen mache ich das hier alles ein bisschen mit. Gut, jetzt gibt es hier auch noch ein Lämpchen her. Okay. Hier wird gefegt. Die Häuser werden hier schön in Schuss gehalten. Das finde ich toll, dass die das machen. So. Gut. So, ein Lämpchen gibt es hier auch noch hin, dass der Eingang ein bisschen beleuchtet ist. Und wie gesagt, an den Hauptwegen kommen dann die größeren Lampen hin, die schönen, die wir uns mit der Freischaltung der Mine auch dann freigeschaltet haben. Haben wir das überhaupt schon gemacht? Das müsste ich direkt mal gucken. Aber wie gesagt, da brauche ich ja auch die Wolle dann dazu und das ist ja auch nicht gerade wenig, was die. Ja, die Lampen sind ziemlich teuer, aber sie sehen schicker aus und machen es auch viel heller. Wir könnten jetzt mal hier oben noch. Lampe herstellen.
weiß nicht, ob jetzt hier auf die Seite hier, ob das hier hingeht. Doch, passt auch. Okay, dann haben wir das doch. Ist doch toll. Alles ein bisschen beleuchtet. Machen wir das hier auf. Oder ist das dann zu viel? Nee, nur hier brauchen wir keine Lampe. Gut, ja, dann gehen wir jetzt von dem Rest stemmen. Bretter herstellen. Und dann würde ich mich für heute wieder verabschieden. Es wird ja jetzt eh gleich dunkel. Und ich will ja nicht immer mit euch im Dunkeln hier bauen und durch die Gegend laufen. Da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und vielleicht versuchen wir dann nochmal einen Wiesen zu jagen, dass wir mal die Trophäe bekommen. Denn auf die bin ich ja doch scharf. Möchte ich schon gerne haben. So, aber ich hatte gesagt, wir machen Bretter. Trinken muss ich auch, sehe ich gerade. So, dann machen wir sie alle hier. Vielleicht bauen wir dann auch die Zäunchen mal weiter, die wir angefangen haben. So, gucke ich mal, habe ich was zu essen? Und zu essen habe ich, aber zu trinken. Da ist nur einmal was drin. Okay, dann müssen wir auffüllen gehen. Und dann essen wir ein bisschen Fisch. Fisch ist gesund. So, dann füllen wir unseren Trinkschlauch auf. Und hier sitzen sie wieder schön am Feuerchen. Das finde ich doch klasse. Dann machen wir uns ein bisschen frisch und sauber, setzen uns zu unseren Leuten. Wir trinken noch einen Schluck. So. Und da setzen wir uns hier mit dazu. Und mit diesem Blick auf unser Dorf beende ich die Folge für heute. Ich danke euch ganz herzlich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch auch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn es euch gefällt, was ich mache, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalassen könntet. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!